Ja, servus hier, Tabak und Pfeifen genieße hier auf YouTube. Heute bei einem richtigen Sauwetter draußen. Wir haben hier da in Bayern stürmisch und Regen, da ist alles dabei. Und jetzt habe ich gedacht, heute haben wir wieder ein bisschen auf dem Laufenden, was mein Tabakanbau ausmacht. Und Pflanzen wachsen und gedeihen, gell? Das zeige ich euch dann zum Schluss. Und ja, ich habe mir es bequem gemacht hier mit der Pfeiferl von Penny Thomsen. Ja, die hat er mir mal gebaut vor ein paar Jahren und ist ein dankbares Rauchgerät. Gell? Und in der Pfeife habe ich halt die McBaren Schottis Mixture. Uralter Tabak, gell? Die gibt es ja schon seit 1958, glaube ich. Über den ist schon so viel geredet worden, ich glaube, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Gell? Ja, und während der Schweinebraten in der Küche brutzelt, es ist zwar Fastenzeit, gell, aber deswegen hungere ich mich nicht zu Tode, da ist halt der Schweinebraten ein bisschen magerer, gell, da ist, da muss ja kein Wammerl immer sein. Und ja, genieß den Tabak. Meine Tabakspflanzen, da sind so viele aufgegangen, die habe ich auch vom Ed, unserem Feuerwehrmann aus Fürstenfeldbruck, geschenkt gekriegt, gell? Virginia Burley, was genau ist, hat er auch nicht mehr gewusst, aber das werden wir ja dann sehen. Es sind wahnsinnig viele aufgegangen und ja, ich freue mich, gell? Was kann man machen bei so einem Tag, wenn es draußen stürmt und regnet? Ja, YouTube-Video schauen, wird mir vorher uns angeschaut von Peter Friedenspfeife über den neuen HU-Tabak. Was es aber nur beim Pfeifen Huber in München gibt. Und den werde ich auf alle Fälle mal testen. Klingt ja besonders gut. Hat eine tolle Geschichte erzählt dabei, wie es zu dem Tabak kam. Gell? Und hat auch über den Eisen ein bisschen was erzählt. Sehr interessantes Video, Peter, was du da gemacht hast. Gell? Ja. Soll ja nicht so lange werden. Es ist jetzt, wie gesagt, Tabakanbau Teil 2. Das zeige ich euch jetzt. Ich genieße jetzt da ja, beim Frühschoppen, gell, bevor der Schweinsbraten fertig wird, eine schöne kühle Blonde. Prost auf euch. Genießt den Sonntag, mach es uns schöne Ruhigkeit, ja. Lass das Wetter sein, wie es ist, den Regen brauchen wir ja. Jetzt wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Sonntag, ja. Und zeige euch hinten kurz das Video dran, da seht ihr, wie die Tabakspflanzen gedeihen. Und wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, servus aus Bayern. Ja, und wie ihr seht, sind da jede Menge Pflanzen aufgegangen, ja. Also beziehungsweise sammeln. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube, das müssen fast 100 sein. Da werde ich einen Etter mal fragen, ob er auch einen gemacht hat. Ansonsten kann er von mir einen haben. Burley Virginia, das wissen wir noch nicht genau, was da alles ist. Ja, die werde ich dann in den nächsten Tagen einmal begieren, wie man sagt. Einzeln in so Pflanzgefäße rein da, ein kleinerer jetzt erst einmal. Ja, ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten, gell, wie das weitergeht.